Ja, willkommen zurück in Welt 8.1. Ich bin Gruffel, euer Let's Play in der Biber. Und wir versuchen mal hier Welt 8 zu schaffen. Aber das wird nicht auf den ersten Versuch klappen, weil wir nur noch ein Leben haben. Ja. Mal sehen, wie weit wir mit einem Leben kommen. Eigentlich hoffe ich gerade eher nicht allzu weit. Weil irgendwie, wenn ich dann sterbe, muss ich sowieso wieder von vorne beginnen. Naja, gut. Sei es drum, wir laufen einfach mal durch. So weit, wie wir kommen halt. So, ganz ohne drauf zu achten, was wir tun hier. Risiko. Toll, jetzt haben wir es auch noch geschafft. Irgendwie war das nicht ganz so, wie ich das wollte. Weil ich dachte eigentlich, ich sterbe mal schnell so und dann habe ich mehr als ein Leben. Na komm, Lakito. Naja. So, ist hier zunächst ein Pilz drin? Nein, natürlich nicht. Aber hier ist ein Leben, ne? Irgendwo. So. Wenigstens etwas. So, mal gucken. Geht's hier rein? Nein. Der war toll, echt. Der war echt super. Vorher halbwegs Skill bewiesen und dann auf einmal total dumm. Lakito. So, da war nichts drin. Also nur das Leben hier. So, komm her, Leben. Was war denn das bitte? Kann mir das jemand mal erklären? Ich hab mich sowas von... Grausame Videospielwelt. Lass doch den kleinen armen Mario mal leben. So, solange wir hier immer das Leben kriegen, ist das gar kein Problem. Ich sehe aber eher ein Problem in den nächsten Leveln. Denn dort werden wir nicht ein neues Leben kriegen. Okay, jetzt kann ich mir vorstellen, was hier kommt. Lass mich raten. Da hinten ist bestimmt eine Mini-Plattform. Okay, doch nicht. Ach ja. Kleine Plattformen laufen und springen. Das ist immer so toll. Naja. Gut. Noch geht's ja. Ja, komm, so. Gut, das hat alles bisher gepasst. Ja, das passt auch. Gut. Nein, kann man nicht rein. Da will ich nicht rein. So, jetzt muss das Level doch mal zu Ende sein. Ja. Natürlich. Am Ende musste immer noch mal eine Koopa kommen. So. Gut, damit haben wir 8-2 abgeschlossen. Und wir haben 2 Leben, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir uns eigentlich halbwegs gut geschlagen. Und jetzt? Hammerbrüder wetten. Ach
klar. Komm, spring doch noch hoch. So. Es kommt noch mehr Hammerbruder. Das war doch die Welt hier. Wolltest du nur noch Hammerbruder kommen? Irgendwie. Ich dachte, jetzt kommen die Einzelnen. Genau. Okay. Blöde Pflanze. Ach ja. Ich liebe Hammerbruderwelten. Denkt ihr? Ich tue es nicht. So. Gut. Kugelwilli? Nee, unten nicht. Unten ist schlecht. Unten ist ganz schlecht. So, jetzt. Und nur, komm, Pflanze. Danke. Nein, falsche Richtung. Ja, ich hätte ihn da gebraucht. Verdammt. Verdammt. Jetzt nochmal ganz von vorne. So, diesmal sollte es besser klappen. Obwohl, besser, wir haben es mit einem Leben bis dahin geschafft gehabt, nicht wahr? Ist die Welt doch gar nicht so schwer, wie es zuerst schien? Man weiß es nicht, man munkelt noch. Na, mal sehen, ich hoffe mal, diesmal haben wir genauso einen guten Mann wie eben. Das wäre zumindest wünschenswert. Oh, was mache ich? Total dumm anstellen und trotzdem überleben, das ist cool. So, jetzt müssen wir es aber. Ach ja, jetzt kommt nachher dieser kleine Block, auf dem ich unbedingt landen muss. Hier noch nicht, aber jetzt. Genau, passt. Mann, irgendwie habe ich immer vor der Stelle Angst, weil als Kind bin ich daran so oft gescheitert, echt. Sicherheitshalber. Kleine Sprünge hier tun. Wir wollen ja mit vielen Leben hinten hinkommen. Die eine Kuppe muss ich mir merken, die muss nach rechts. Die muss unbedingt nach rechts. So. Und das machst du. Ja, das war die Stelle hier. Jetzt kriegen wir sowieso immer ein Leben dazu. Also wir stellen uns dumm an. Und das wollen wir nicht tun. Nicht. So. Gut. Damit haben wir das Leben. Und jetzt können wir rein theoretisch hier so ein bisschen lang hüpfen. Gut. Passt. Ach ja. Ach komm. Gut. Ja, passt. So. Ja, gut. Oh, was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Gut, ich habe mich dumm angestellt. Jetzt nochmal ganz in Ruhe alles machen. Ganz ruhig das Leben holen. Hä? Was macht ihr denn hier? So habt ihr vorher nicht gespielt. Ihr seid vorher miteinander gesprungen und nicht gegeneinander. Ach, was mache ich denn hier? Ich bin gerade vollkommen aus dem Konzept. Nur zwei Schildkröten sich irgendwie lieb hatten. Zwei. Naja, die haben vorher sowieso irgendwie mal einen Vogel geknutscht, wie es aussieht. Komisch. Egal. Ich will es, glaube ich, gar nicht genauer wissen. So. Ach ja, hier kommt noch ein Cooper. So, jetzt auf den kleinen Vorsprung, auf den großen und ins Ziel. Ja, wir sind gut. Wir sind so gut. Ja, Eigenlob stinkt, ich weiß. Manchmal muss man sich einfach selbst Mut zusprechen. Oh ja, wir sind immer noch klein, ich hasse es. Klein zu sein.
Zum Glück bin ich im wirklichen Leben groß. Egal, interessiert jetzt eh kein Schwein. So. So, Kugelwilli. Yeah. Meine einzigsten Freunde, die Kugelwillis. Was? Ja, spring du auch hoch los. War der Knopf. Gut. Und dann springst du, du dummes kleines Mist. Eine Sekunde zu früh losgerannt. Mann, 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 manchmal seid ihr so gemein zu mir. So. Gucken wir, wie wir uns jetzt schlagen hier. Bei den beiden. Du gehst hoch. Gut, das passt. Ah, das passt nicht. So, will ich doch mal eins wissen. Na komm. Warum gehst du nach unten? Das wollte ich nicht wissen. Ich wollte jetzt mal den Hammelbruder töten und gucken, ob da irgendwo ein Pilz drin ist. Ach ja. Natürlich ganz nach unten. Du hast ja auch keine anderen Hobbys, ne? So. Und hier vielleicht? Da. Ist da ein Pilz drin? Ja. Das ist doch toll. So, ist im nächsten vielleicht auch noch irgendwas drin? Das wäre zumindest wünschenswert. Auch wenn das nicht der Fall sein wird. Okay, wie komme ich da jetzt am besten durch? Komm, hoch. Da habe ich noch nicht mal erwischt. Ist das zu glauben? Oh, schrecklich. Wie schreckliches Ding. So, jetzt bringe ich euch um. Genau. Und du gehst natürlich wieder ganz nach unten. Das war sowas von klar, du blödes kleines Mistvieh. So. Gut, jetzt haben wir den Pilz. Gehen hier weiter. Und jetzt kommen hier neue Hammerbrüder. So, jetzt gucken wir mal, ob hier noch irgendwas drin ist. Das sieht nicht so aus. Wäre auch zu schön gewesen. Na gut, dann ist da halt nichts drin. So, dann nehmen wir die Cooper. Jetzt kommen nämlich Hammerbrüder. Und so. Ja, war sowas von dumm und klar. Ist hier was drin? Nein. Das war auch sowas von klar. Juhu, Welt 8-4. Ja, so, wir spielen weiter. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie viel Leben wir noch haben. Oh Mann. Das war so ein Rätselding. Aber ich glaube, ich hab's noch halbwegs. Ich glaube, hier ging's rein. Ja, da kann man. Oh, da war's. Oh nein, das kam ja später. Okay. Doch nicht. War es doch die falsche Röhre. Verdammt. Da war die Röhre, die führte aber unter Wasser. Also richtig habe ich es nicht mehr drin, wo ich jetzt lang musste und wo nicht.
Ich weiß nur noch, irgendwann ging es oben rein. Das wird wohl hier gewesen sein. Wie soll ich da reinkommen? Hallo Block. Hier muss doch irgendwo ein Block sein. Na? Okay, ich dachte schon. Puh. Wo sind wir jetzt? Fischies. Liebe kleine Fischies. Ich glaube, hier ging es auch schon wieder raus. So. Ja. Kraken, das war natürlich klar. So. Die können uns auf dem Boden wenigstens nichts tun. Das ist schon mal sehr positiv. Ich mag den Hammerbruder nicht. So, lass uns mal schön durch. So, Bowser, was machst du hier? Ach, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, ja. Das ist toll. Das ist doch schön. Juhu. Peach mag uns. Thank you, Mario. The kingdom is saved. Not via more difficult quest. Okay. Dann machen wir das auch noch. Save and continue. So. Und jetzt mit Abkürzung. Hinten. Also von Welt 2 in Welt 8 und dann ja. So. Das war natürlich sowas von klar, dass ich jetzt hier noch Mist bauen muss. Schrecklich. Ich bin ein schrecklicher Mario. Da war nichts drin. Ich bin ein Mario. Aber kein guter. Na gut, noch haben wir die Chance. Noch kriegen wir alles. Ach ja. Da. Ab nach unten. So, wo ist hier auch noch ein Pilz? Oh. Ja. Gut. Dann gehen wir hier wieder hoch. Oder von der Seite, ist ja auch egal. Ach, hier ist ein Stern drin. Juhu. Na gut, man kann auch diesen Weg nehmen. Ist ja jetzt auch egal. Welchen Weg ich nun genau nehme. Hauptsache, wir kommen am Ende oben rauf. So, damit sind wir in Welt 4. Wenn wir noch die linke Röhre nehmen, passt. Von Welt 4 gehen wir jetzt in Welt 8. Vorher holen wir uns natürlich die Blume. So. Was auch immer, los, lauf durch, Mario. Wir wollen uns hier nicht aufhalten lassen. Nicht von Lakito, nicht von irgendwelchen Blumen, nicht von kleinen Stacheln. Die kannst du dir sonst wo hinstecken, ich brauch sie nicht. So. Da. Stop. Mario, der Superklempner, ist schon wieder am Ziel. Also der Part wird jetzt auf jeden Fall länger als 20 Minuten. Ich weiß nicht, wenn er zu lange wird, schneide ich ihn. Ansonsten, ach, seht's einfach durch. Mir egal. Ist halt der Spezialpart, sagen wir es so.
und von hier kann ich darüber. Passt. Hier war noch irgendwas drin. Ach, da war noch eine Blume. Okay. Ach. Ja, genau. Oh, weil wir Punkte haben. Die gab's hier. Tada. Egal, brauchen wir nicht. So. Jetzt aber. Da. Den und den kaputt machen. So. Und jetzt die Kletterpflanze nehmen, damit wir in die achte Welt kommen. Hihu, wir haben es. Wir führen Mario auf dem schnellsten Weg zu seiner Prinzessin. Juhu. Ja, ich kenne dieses Spiel relativ gut auswendig, da ich es als Kind so oft spielen musste. Musste, das klingt auch wieder komisch. Egal. Auf jeden Fall passt es. Jetzt dürfen wir bloß uns nicht treffen lassen und dann wird das Spiel eigentlich total einfach. Einfach alles perfekt durchrennen. Okay, das klingt komisch. Mario und einfach perfekt durchrennen. Ja. So viel war das dazu. Man hat gar nicht gemerkt, dass ich sprachlos wurde, oder? So extrem dämlich, wie ich mich angestellt habe. Naja, gut. Wir haben es auch vorhin geschafft, wir können es jetzt auch nochmal schaffen. Das ist jetzt nicht das großartige Ding. Das Einzige, was sich verändert hat, sind ja nur diese Gumbas sind zu diesen unsterblichen Viechern geworden. Unsterblich, naja, sie sind nicht unsterblich. Wenn Panzer auf sie trifft, sind sie auch tot, aber ansonsten sind sie halt unverwundbar. Das ist halt so. So, jetzt in dem Level hat sich ja überhaupt nichts verändert. Das ist ein und dasselbe Spiel, wie immer. Wir kriegen ein neues Leben. Hier. Müssen bloß darauf warten. Und du hast irgendwie mehr Kanonen abgeschossen als vorhin, aber ich glaube, das war einfach nur so, weil du Lust dran hattest und nicht, weil es jetzt zu der neuen Schwierigkeitsstufe gehörte, glaube ich. So. Ach ja, jetzt kommt wieder das. Jetzt müssen wir auf diese. So, so. Genau. Jetzt kommt ihr wieder und du. Warum diese Kanone nicht schießt, weiß ich auch nicht. Ach doch, sie schießt. Okay, jetzt kommt hier wieder Dings runter. Auch nicht das Problem. So langsam kenne ich das Level. Gut. Und jetzt kommen wieder unsere lieben Freunde, die Hammerwerfer. Ja. Wer sie mag, bitte. Ich habe mit ihnen immer so meine Differenzen. So. Ich hoffe, ihr seid beide halbwegs oben. Nein, du natürlich nicht. Du musst natürlich aus der Reihe fallen, ne? Ja. Und du gehst ja ganz nach unten. Das war auch sowas von klar, kleiner. Was mache ich? So. Jetzt holen wir uns wieder den Pilz. Vielleicht versuchen wir diesmal etwas länger zu behalten. Als beim letzten Mal. Wo auch immer wir ihn da verloren haben. Keine Ahnung mehr. Abgerutscht von der Plattform. So, und du stehst oben. Okay. Du auch. Ja. So. Nein. Okay, das hat gepasst. Ich dachte, du springst. Spring, Junge. Ich mag euch manchmal echt nicht. Ihr seid so ein paar kranke, dumme, kleine. Okay, aber wir haben 3 Leben. Das ist sogar eins mehr, als wir vorhin hatten. Gut, mal sehen,
wie es diesmal läuft. So ultra knappe Aktion, die ich hasse. Ja. Nein. Schrecklich. Okay. Los. Gut. Jetzt dreht alle mal um. Passt. Gut, dann gehen wir jetzt hier rauf. Und hier rein. Wenn ich mich nicht irre. Ich vergesse das immer so schnell. Und hier rum in diese kleine Röhre, die jetzt kommt. Genau. Und diesmal habe ich gewusst, wo der Block ist. Und jetzt kommt hier wieder... Nee, doch nicht. Jetzt kommt erstmal die Fische. Die Fische kommen jetzt erstmal. Ja. In beiden Richtungen angesprungen kommen, ist doof. Muss das sein? So. Sein, dass es mehr Fische waren als vorhin. Vorhin kamen nur so ein paar kleine, winzige. Wenige. Egal. Ach ja. Krake. Du sollst jetzt mal in die andere Richtung schwimmen. So. Jetzt kommt hier die erste Feuerschranke, die zweite, dann schwimmen wir hoch. Dann kommt dieser blöde Hammerbruder wieder. Oder auch nicht. Doch, da ist er. Okay. Ja, es hat geklappt. Das hat nicht geklappt. Okay. Jetzt haben wir nur noch einen Versuch. Ob das hinhaut? Ah, wer weiß. So, ihr dreht jetzt um und dann springen wir hier rüber. Gut, das passt. Hopp. Wollte ich da rein? Ja, ich wollte da rein, ne? Ja, genau. So, hier kommt zurück. Jetzt kommen die beiden fliegenden Viecher. Jetzt kommt die Röhre. Jetzt kommen noch zwei fliegende Viecher. Nein, nein, was mache ich? Oh Mann, was tue ich hier? Ich tue mir das Leben so schwer machen. Alles unnötig. Dabei riskiere ich so viel, obwohl ich das jetzt am letzten Leben bin. Jetzt hat er mich erschreckt. So. Und jetzt. Gut. Wenn man so will, ist das letzte Bowser-Schloss eigentlich ein relativ einfaches. Das wirklich Schwere ist Bowser. Und das ist auch schon fast das Einzige, was hier schwer ist. Der kleine Hammerbruder, ja. So, und du? Du hilfst jetzt auch. Komm, und nochmal. Ja, jetzt ist er tot. Juhu, Bowser ist weg. Und wir haben die Prinzessin zum zweiten Mal befreit. Ja, Big Big Mario. Okay. So. Jetzt müsste sie nach unten gehen, damit sie ihn wirklich beglückwünschen kann. Prost. Ja. Aber wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr das nach dem Flash-Video Son of a Peach googeln. Gut, damit beenden wir dieses Mario-Abenteuer. Wir haben also auch den zweiten Durchlauf gemacht. Von daher haben wir alles erreicht, was man hier erreichen kann. Man sieht sich im nächsten Let's Play. Ciao, euer Gruffel.